Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play No Man's Sky, die 201. Folge. Und ich habe den Stream resettet und ich habe die Recording-Software neu gestartet und ich habe mein Spiel neu gestartet. Und die Bildqualität ist im Twitch jetzt so lala. Muss man leider sagen. Aber es ruckelt nicht. Und das ist doch endlich mal was wert. Das wollte ich irgendwie seit 6 Folgen erreichen. Aber gut. Wir kaufen Heridium. Und dein Schiff... Nee, Schiff kann ich mir sowieso gerade nicht leisten. Will ich mir nicht leisten. Ich sehe gerade, dass ich irgendwie meine Facecam direkt über den neben den Typen habe. Aber das muss so. Das muss jetzt einfach so... so reichen. Wir haben ja gestern, also in der letzten Folge, eine Warpzelle gebaut. Das heißt, wir kommen hier raus, wenn wir das wirklich wollen. Wollen wir das? Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Okay, wir haben Antimaterie, da fehlt uns Zink jetzt mittlerweile. Aber das suchen wir uns dann im nächsten System, denke ich. Weil ich habe wenig Lust. Irgendwie ist mir dieses System so gar nicht sympathisch. Ich weiß nicht, das ist... Ich tue dem System wahrscheinlich komplett Unrecht. Und ich habe die Auflösung auch höher gestellt hier im Spiel. Ich spiele jetzt wieder mit 2560x1440. Das ist die Auflösung, die der Monitor kann. Ich habe vorher mit Full HD gespielt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich sehe keinen Unterschied. Ich dachte, jetzt gibt es nochmal so dieses... die letzte Immersion quasi. Und vielleicht ist es wirklich ein bisschen schöner. Kann ich so nicht sagen. So. Ich gucke nur drüben auf Twitch. Der Stream läuft nach wie vor. Die CPU ist ein bisschen besser beschäftigt als eben noch, aber sie kommt hoffentlich damit zurecht. So, wir sind in der Euklid-Galaxie. Wir haben eine neue Entdeckung. Natürlich, hier waren wir noch nicht. Und wir brauchen Zink. Zink gibt es überall. Nickel, das interessiert mich nicht so. Aber wir haben eine Basis, wir haben ein verlassenes Gebäude da drüben. Emre. Emre, Iridium, Heridium. Selten Technologien. Tja, wo haben wir das denn alles entdeckt? Das würde mich ja durchaus interessieren. Temerium, Aluminium, Nickel, das ist die Station. Also das ist wohl der Planet hier. Heridium haben wir. Nickel. Naja, wir brauchen Zink bestimmt, oder? Verlassenes Gebäude? Wir fliegen zum verlassenen Gebäude. Das ist etwas müßig. Encoding overloaded, consider downscaling. Tja, tatsächlich nervt die CPU gerade so ein bisschen, oder die CPU ist genervt. Oder eine der CPUs ist genervt, sollte ich vielleicht besser sagen. Encoding overloaded, ich muss da gleich auf jeden Fall nochmal gucken. Vielleicht ist diese eine Folge hier dann ein wenig kaputt.
Aber wir schauen mal. Wir behalten das mal im Auge. Ein Schneeplanet. A snow planet. Okay, wir können auch hier rein. Wir sind ja noch... Oh. Ach, du bist... Und ich kann nicht mal was dagegen tun. Ich kann nicht schlagen, ich kann nicht schießen. Ganz schön unfair. Du hast das Vikenwort für Opfer gelernt und du bist ein solches. In jedem schlechten Horrorfilm wäre das jetzt genauso. Da kommen wir nicht raus. Okay, dann gehen wir wieder da raus. Ich dachte, das ist jetzt der gleiche Eingang, in den wir jetzt auch kommen. Aber... Was ist denn da? Das ist nur Eisen, oder? Jawohl. Nur Eisen. Das ist aber hoffentlich anders als auf dem anderen Planeten ein Liebesvieh, oder? Ängstlich, okay. Das ist auch scheu. Die sind mir doch gleich sympathischer. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Gegend hier. Oh, guck mal, kleine Aliens. Kleine Aliens, guck mal. Wie schön. Den habe ich jetzt. Ich versuche immer noch gerade so rauszufinden. Alter, du hast diese Viecher umgelegt, oder? Ich hasse es. Ich hasse es, wenn man meine Freunde umbringt. Ängstlich, das habe ich gesehen. Was ist das? Vorzugehen. Super. Ist hier nicht gerade was gelandet irgendwo? Oh! Ich dachte, das sind Raumschiffe, diese Schatten, aber das sind hier diese Schmetterlinge. Es ist ja so ein bisschen wie zu Hause. Die heile Welt. Die heile, heile Welt. Jetzt vor lauter, lauter bin ich jetzt hier noch gar nicht in diesen rauchenden Raum reingegangen. Das wollte ich natürlich noch tun. Also bin ich doch, oder? Da war ich doch drin. Da muss ich dann... Ich muss gleich nochmal rein. Ich habe nämlich etwas vergessen. Schau mal. Achso. Habe ich schon. So. Koritzer gehen. Nehmen wir alles mit. Da muss es noch sowas wie ein Terminal drin geben. Da. Au, oh, meine Güte. Habe ich eben einfach nicht gesehen. Es gab eine Welt, die noch vor dem Aufstieg der Vikings zu Staub zerfallen war. Dort hatten sich die Einheimischen gegen die Wächter aufgelehnt. Sie waren es leid, ständig von den Maschinen beobachtet zu werden. Aus der Feindseligkeit wurde Gewalt, Drohnen wurden zerstört. Immer mehr Einheimische kämpften und dann tauchten die Zweibeiner, die Vierbeiner und die Abfänger im Himmel auf. Sie und noch mehr. Bald herrschte Krieg und es kamen immer mehr Maschinen. Ihre Zahl wuchs exponentiell, bis sie schließlich eine ganze Spezies ausgerottet hatten. Doch die Galaxie wollte daraus nichts lernen.
Ich entdecke etwas Verschlüsseltes. Nanithaufen. Tja. Das mit dem nichts lernen, ne? Das ist ja nach wie vor so ein Problem. Scheu. Ängstlich. So, wo ist eigentlich mein Schiff? Direkt auf der anderen Seite. Da, wenn ich mich jetzt draufstelle, drehe ich mich nicht. Sehr unrealistisch. Gleich mal eine Bewertung bei Steam abgeben. Eine negative Bewertung bei Steam abgeben. So, jetzt wären wir hier dieses verlassene Gebäude. Wie sieht's aus? Unser Hyperantrieb, da haben wir noch einen drin, das ist gut. So, dafür brauchen wir Zink. Wir haben noch nicht genug Zink. Wir können natürlich nochmal anhalten. Was ist denn da los? Was ist denn los? Fliege ich irgendwo gegen? Werde ich beschossen? Ist irgendwas kaputt? Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, was hier rot war. Ach, das bist du. Die extreme Nacht. Was ist das? Was ist das? Groß. Das ist groß. Ach, da ist ja noch so eins. Zugänglich. Mhm. Nicht alles, was zugänglich ist, muss man auch zugehen. Ich bin ja da eher so ein Schisser, was Natur angeht. Und das sieht mir deutlich zu abnormal aus, als dass ich da Spaß dran hätte. Habe ich das eigentlich schon gelootet? Nee, habe ich noch nicht. Alter. Was? Zink brauche ich, ne? Ich renne hier die ganze Zeit rum. Das nehmen wir nochmal mit. Das kann man immer mal brauchen. Zink ist da oben. Keine Angst. Aber was Schönes auf diesem Planeten, hier ist echt viel los. Aber das haben wir schon alles. Ich möchte mal wissen, was Nanit ist. Irgendwelche Haufen, die ich gegen irgendwas eintauschen kann? Ein kleiner Dackel, schaut mal, wie schön. Zink ist da oben. Wir erinnern uns, wir brauchen Zink. Platin nehmen wir mit. So. Platin nehmen wir mit. Da hinten ist wieder Zink. Das nehmen wir dann auch noch. Und dann können wir auch mal wieder eine Handelsplattform entdecken oder so.
Da ist Zink. Da ist noch ein Zink und da ist noch ein Zink. Was habe ich denn gemacht hier? Dass ich da vorbeigelaufen bin. Ah, diese Viecher. Die kreischen mir ins Ohr. Sehr cool. Da 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 da. Das nervt ein bisschen, dass man irgendwie etwas, das man letztens noch abbauen konnte, jetzt nicht mehr abbauen kann. Ja, ich habe da jetzt auch nicht eine bessere Lösung, aber dann wäre es doch eigentlich konsequent, wenn man schon neue Sachen einführt, wie jetzt diese Raumfahrzeuge, die man dann braucht, oder deren Laser man braucht, um jetzt Detritum? Okay, vielleicht ist das tatsächlich auch neu, weil das habe ich noch nie gehört. Was ist hier? Ach, hier leuchtet was. Oh, Entschuldigung. War das die 1? Wollte ich nicht. Zink. Irgendwo muss Zink sein. Da. Alles grün. Hier kann ich nichts mehr lernen. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Tamium mit. Chrysonit, das ist super, das nehmen wir auch mit. Ist jetzt nicht so super viel. Und hier nehmen wir dann noch das Tamium mit. Und machen uns jetzt, glaube ich, tatsächlich auf den Weg. Machen wir uns schon auf den Weg? Ich weiß nicht. Na, das können wir eigentlich im Flug machen. Wir haben ja kein Ziel. Das ist ganz schön, kein Ziel zu haben. Da, wir können endlich wieder Warpzellen bauen. Uns fehlt Heridium wieder. Was zum Geier? Vielleicht können wir jetzt doch gegen den Planeten fliegen. Was vorher ja irgendwie nicht ging. Stabschubdüse. Die machen wir kurz voll. Und dann würde ich sagen, ab dafür Richtung Zentrum der Galaxis. Was ich mich doch noch fragen würde, wie viel Nanit-Dingens haben wir denn jetzt? Nanithaufen 126. Okay. Landesequenz? Na. Na, 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 na. Weg ins Herz der Galaxie. Wir folgen dir. Ah, da lang und da lang und nein, da lang. Und da lang? Und da lang? Und da lang? Und wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr wieder einschaltet, würde mich sehr freuen. Es geht ja mit Riesenschritten ins Zentrum. Seid dabei, wenn wir entdecken, wie es dort aussieht. Ciao mit V.